Hallo Leute, dies ist mein erstes Tutorial und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Taranis QX7 mit einer USB Powerbank laden könnt, ohne dass ihr die Akkus wechseln müsst. Low battery. Oh, no. Battery critical. It was at this moment that he knew. Battery critical. He fucked up. Battery critical. Battery critical. Battery critical. Battery critical. Wenn ihr eure Taranis umbaut, denkt bitte daran, dass ich leider keinerlei Gewähr dafür übernehmen kann, wenn bei euch etwas schief geht. Ich möchte heute in diese Fernbedienung, die ja noch normale Akkus hat, die QX7, möchte ich gerne einen wiederaufladbaren Akku mit USB einbauen. Auf die Idee dahin gekommen bin ich, indem ich einen alten Fettschack USB Akku, den ich leider auseinandernehmen musste, da sich die Zellen hier drin aufgebläht haben und den Akku nach oben rausgedrückt haben. Ich habe den hier schon mal zerlegt für euch. Möchte ich natürlich diesen mit der Elektronik, die ich hier habe, hier mit einbauen. Und dazu verwende ich dann, damit ich das ordentlich anschließen kann, diese Akkus. Den baue ich hier ein. Und verbinde den USB-Anschluss mit dem USB-Anschluss der Original-Taranis, der sich hier unten befindet. So kann ich dann nachher diesen ganzen Akku mit diesen Zellen zusammen laden, und zwar per USB, und brauche hier nichts mehr weiter tun. Bevor wir hier jedoch loslegen, müssen wir natürlich erst einmal das alte Akkufach entfernen und die Fernbedienung öffnen. Wenn wir am Ende fertig sind, verbinden wir hiervon die Versorgung. Wir haben hier außen die Erde und wir haben auch einen der Pins mit einem Plus. Verbinden wir diese nachher mit diesem Batterieladegerät von Fettschack, mit diesem Anschluss, und stellen so eine Verbindung her, dass wenn wir den hier reinstecken, dass wir nachher damit laden können. Das heißt, dass die Batterie alle brauchen wir nachher bloß noch hier reinstecken, laden lassen, ist die Batterie voll genug. Können wir weitermachen. Da wir das jetzt soweit haben, kümmern wir uns als nächstes um die Akkus. Im Ursprung waren die Fettschark-Akkus natürlich 2S. Der Original-Akku ist auch ein 2S-Akku. Also bauen wir daraus einen neuen Akku. Dazu entfernen wir erstmal alles, was wir nicht benötigen. Wir können natürlich mal gucken, ob dieser Connector hier schon passt. Der sollte passen. Den werden wir auch später wieder verwenden. Also entnehmen wir erstmal alles und machen das erstmal sauber. Das kostet ein bisschen Zeit. So, nachdem wir jetzt alles soweit entfernt haben, ist der nächste große Schritt, dass wir natürlich den USB-Stecker noch von dieser Platine entfernen. Dieses ist das Board, was oben drauf ist, was auch beim Leuchten die Kapazität uns anzeigt. Diese kleine Platine ist im Prinzip eine Überspannungsschutzplatine und gleichzeitig auch eine Platine, die davor schützt, dass das alles gleichmäßig geladen wird, also der Balanced Charger, mehr nicht.
Beides zusammen ergibt dann genau das, was wir wollen, einen 2S-Akku. Und zwar einen ordentlichen, den wir auch per USB einfach laden können. So, um das schon mal ein bisschen vorzubereiten, die Zellen habe ich mal angeschliffen oben, dass das vorsichtig hier ist, ne? Dass wir hier ordentlich was drauf verlöten können, oben und unten. Da müssen wir jetzt etwas Zinn draufbringen. Beachtet bei diesem Mod, dass wir natürlich ordentliche Kabel nehmen. Ich habe hier welche von einem alten Balancer, AWG22 müsste das sein. Ja, AWG22. Jetzt bauen wir daraus das Paket. Eine Zelle so lang, die andere Zelle so lang. Wir verbinden die jetzt und führen einen nach oben und einen lassen wir hier. Das heißt, wir lassen den hier. So, jetzt fixieren wir erstmal das ganze Paket, damit uns das hier nicht so hin und her rutscht. Jetzt ist es Zeit, den Plus- und den Minuspol entsprechend anzulöten. So, um das Ganze hier ein bisschen zu schützen, vor allem diese Platine hier, werde ich das hier verwenden, dass die dann wieder verkehrt rum auf das Paket aufgelötet werden kann. Passt einmal frei, kann nichts passieren. Jetzt nehmen wir uns die Platine und müssen diese natürlich entsprechend auflöten. Fangen wir zuerst mit dem wichtigsten Kabel an, das ist das hier. So, das war's schon. Jetzt haben wir schon das vollständige Paket mit dem Balancer-Kabel. Wir können natürlich mal nachmessen. Hier ist Dawn aus der Zukunft. Weil man ein Batteriepaket entlötet und den Balancer auch entfernt, muss man natürlich, nachdem man die neuen Batterien angelötet hat, auch diesen einmal mit Ladespannung versehen. Erst dann wird dieses Pad wieder aktiv und man kann auch hier eine Spannung messen. So, nun hatten wir ja gerade das Problem, dass ich gerade nichts gemessen habe auf dem Paket.
Das liegt unter anderem daran, ne? Man muss mal kurz 12 Volt draufgeben und tada, wir haben jetzt hier die anliegende Spannung. Das heißt, das Paket ist also komplett. Wir können uns jetzt darum kümmern, dass wir natürlich die Verbindung vom USB nach draußen auch hineinbekommen. So, als letzten Schritt müssen wir jetzt natürlich noch den USB anbinden. USB hat dabei zwei Punkte. Und zwar auf dem hinteren Pinpads ist einer unser GND und das andere ist unser VCC, unsere 5 Volt Versorgung. Diese 5 Volt müssen natürlich jetzt auch hier an diese 5 Volt ran. Das wird hier etwas fummelig, das einzulöten, aber ich denke, das ist machbar. Da wir das soweit alles vorbereitet haben und das jetzt dort einbauen wollen, habe ich mal hier noch ein altes Balancer-Kabel, was ich verwenden werde. Das werden wir einmal hier auf dem kurzen Wege anschließen, um nachher auch noch ein bisschen Kabel zu haben. Ich blende euch das mal kurz in einer Beschreibung ein, damit ihr wisst, wie rum ihr das verbinden müsst. Dasselbe gilt natürlich dann auch bei der Taranis. Auch hier müsst ihr darauf achten, dass ihr die richtigen Kabel an die richtige Stelle einlötet. Gut, dann lasst uns loslegen, die richtigen Kabel an die richtige Stelle einzulöten. Damit wäre das Batteriepaket soweit fertig. Wir müssen es jetzt nur noch ordentlich verschweißen, denn was wir ja nicht wollen ist, dass hier ein Kurz entsteht. So, macht das doch schon einen guten Eindruck. Jetzt ist das erstmal alles sicher. Hier kann nichts passieren mehr. Hier oben ist auch gut zu. Perfekt. Jetzt probieren wir noch, bevor wir das Ganze verbauen, ob das mit dem Laden funktioniert. Ihr wisst, es gibt eine rote LED hier, die ich jetzt leider etwas versteckt habe. Die prüfen wir jetzt mal. Ja. So, und der Akku lädt. Wie man hier gut sieht, das funktioniert. Er zieht auch Strom, nicht viel. Okay, er hat schon aufgehört, er hat 0,3 Ampere gerade gezogen, das ist natürlich 0,03 Ampere gerade gezogen, das ist natürlich wenig. Das heißt, er detektiert, dass er voll ist. Das wäre damit somit fertig, das Paket. Alles schick, alles toll. Wir haben also jetzt ein USB-ladefähiges Gerät und wir haben sogar einen Knopf dran, wozu auch immer wir den noch brauchen werden. Jetzt kommen wir zu dem etwas fummeligeren Teil aus meiner Sicht. Wir müssen jetzt genauso, wie wir es bei dem anderen gemacht haben, auch natürlich bei der Taranis das einlöten. Wir haben ja wie gesagt einmal hier die Erde und hier drüben am äußersten Pinrand haben wir die VCC 5 Volt. Das heißt, wir brauchen jetzt also genau rechts und links einen Anschluss mehr. Das wird etwas fummelig einzuarbeiten, aber das sollten wir schon hinbekommen. Hierbei ist das extrem wichtig, dass ihr jetzt keine anderen Bauteile dabei beschädigt. Das ist alles sehr eng, sehr klein. So, wir haben unser Akkupaket hier angeschlossen und die Funkfernbedienung einmal prüfen, ob sie läuft. So, das läuft, das funktioniert. Jetzt prüfen wir die Ladefunktion über USB. Dabei sollte dieser Akku eigentlich
dann rot leuchten. Der Ladestecker geht an, das heißt, das Laden funktioniert auch einwandfrei. Diese ganze Funktion ermöglicht uns jetzt auch unterm Strich, dass wir in einem Simulator spielen können mit dem angeschlossenen Kabel. Die Batterie wird geladen, währenddessen wir die Funkfernbedienung benutzen. Der Verbrauch sollte geringer sein. So, eines der wichtigsten Sachen ist jetzt natürlich, dass wir das hier unten fixieren. Ich habe mir deshalb mal eine Heißklebepistole geholt, die werden wir auch gleich warm machen müssen. Dann können wir auch schon wieder alles zusammenschrauben. Das führen wir hier mit raus. Seid vorsichtig mit dem Modulschacht. Vor allem mit den Pins, dass die hier ordentlich rauskommen. Perfekt. Jetzt nehmen wir natürlich noch unser Akkupack. Das muss entsprechend hier eingeschlossen und angeschlossen werden. Und fertig ist das Ganze. Schon haben wir einen USB-Mod. Wir haben 2S, wir haben die 8,2 Volt. Das ist ja nichts anderes als vorher auch schon. Wir sollten nochmal nachkontrollieren, ob wir vielleicht noch was ändern. Nein, Akkubereich 6 bis 8 Volt. Hier können wir mal 4S sind, machen wir 8,5. 3 Volt. Das niedrigste, ich würde mal sagen, machen wir mal 6,2. Ja, und schon. Alarme, naja, die lassen wir mal bei 6,4. Das heißt, das sind 3,2 Volt pro Zelle. Da wollen wir eine Warnung haben. Das ist auch gut. Das müssen wir natürlich richtig einstellen, weil wir haben ja jetzt die Lithium-Akkus drin. Ja. Und das war's dann schon auch mit diesem Tutorial. Viel Spaß beim Nachbauen.